Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer mit dem Sachsen-Player. Hallo und den Werner. Und wir spielen auf der Northern Alberta in der kleinen Privatversion. Genau. Da ist gerade das GEMA-Radio an. Oh. Aber der Drescher war laut genug, liebe GEMA, man hat nichts gehört. Außer ein Ey! Da war nichts. Hier so, weil gerade Thema Musik, bist guckst du oder klickst du ab und zu mal, wenn in den YouTube-Trends Musikvideos sind, da drauf? Ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Das Problem ist, wenn ich gucke, ist immer sowas wie Aporetta oder Bibi. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr. Da vergeht mir direkt die Lust, weißt du? Also nachvollziehen. Jetzt in den Trends war, ich hatte letzte Woche, neues Lied von Selena Gomez, vielleicht sagt ihr der Name was. Ja, kenne ich, ja. Na, die Ex-Alte von Bieber. Da denke ich mir so, ach ja, klickst du mal drauf. Die Stimme ist ja gar nicht so verkehrt von der. Und ich habe jetzt von Musik wirklich keine Ahnung, ne? Aber das ging irgendwie, es ist so eine Story-Teil, also es geht auch noch weiter. Ne? Und irgendwie geht es aber darum, sie spielt sich in den Clip viermal. Ne? Ja. Einmal als Schülerin, einmal als Lehrerin, einmal als Vater von ihr und einmal als Mutter von ihr. Ja. Ne? Sie spielt sich permanent und da geht es irgendwie darum, sie ist lesbisch und hat sich in ihre Lehrerin verknallt. Die Lehrerin hat aber einen Flirt mit ihrem Vater gemacht. Oh. Und die Mutter von ihr weiß nichts davon. Ne? Ganz komisch halt. Und das in einem Musikvideo. Ja, aber das ist dieses typische Pop-Einheitsbrei. Kennst du noch dieses Swalla oder Swallalala, was da hier ja, war? Ja, 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 kenn ich. Genau, ne, und ne, das ging ja auch übelst ab und alles. Und Alexi Bexi hat dann mal eine deutsche Übersetzung dazu gemacht, ne? Ja. Von diesem Swalla Gedöns da. Und das ist ja, also ich hab's ja auch nicht verstanden, und dann geht's ja irgendwie nur ums Schlucken, ja, ne, und irgendwie Sex. Ja. Ne? Und da merke, da hast du wieder gemerkt, das ist ja typisch, ne? In diesem ganzen Popgedöns geht es ja nur noch darum. Genau. Es geht ja nur noch darum. Und bei ihr, ne, natürlich da nichts anderes, ne, ist ganz klar. Aber das ist bei diesem Swallow, weil es mir halt gerade einfällt, das war bei diesem Swallalala im Endeffekt auch so, Kommentare da drunter gelesen. Meine Eltern feiern den Song, aber ich dem mal die deutsche Übersetzung schicken sollte. Besser nicht. Ich sag, besser nicht, richtig. Ne? Also es geht ja wirklich in den ganzen Pop-Einheitsbereich geht es ja wirklich nur noch darum. Ne? Es ja, wird ja immer freizügiger. Ja, 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 ja. Ne? Oder du kannst dich auch noch bestimmt an Katy Perry dran erinnern, wo das eine Musikvideo da mit diesen Zuckerguss, weißt du, wo aus ihren Dingern da ja, Zuckerwatte, ja, weißt du, so, ne, und das war ja das Extremste und das ist ja heutzutage fast Standard, was Popsongs angeht. Ne? Ja, aber jetzt überleg doch mal, die größte Branche der Welt ist nun mal die Pornoindustrie und alles, was darauf aufbaut. Guck mal, was da Geld umgesetzt wird mit diesem Zeug. Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Gerade mit Popmusik. Ja. Ist ja fast so, ne, genauso wie Schlager ist sehr unterschätzt, aber Schlager willst geben, ein Musikproduzent von Schlager sein, weil da geht es ja um Millionen. Jedenfalls ja, ja, in Deutschland. Ja, ja. Und Schlager ist ja auch nur derselbe Einheitsbrei. Ist ja immer nur, dass das immer die gleiche Melodie gefühlt, wisst ihr, oder die gleichen Akkorde. Und es wird halt über Menschenleben und Welt gesungen. Das hat doch der Böhmermann so schön verarscht. Der hat doch ja von Max Giesinger, hat er doch ja aus Stahl gemacht in seiner Rubrik. Und hat dann doch einfach so ein. Ist dann in den Zoo gegangen, ja, hat dann irgendwie Robben oder Schimpansen oder Affen irgendwie solche Bälle raussuchen lassen, wo immer Wörter drauf standen, da haben die einen Songtext rausgemacht. Was? Das Lied hieß, ja, ja, das Lied hieß dann Menschenleben tanzen. Wow. Und hat er so gesungen, ne? Und dann will er nächstes Jahr beim Escher damit nominiert werden. Alter. Aber es hat funktioniert, es hat sich genauso wie so ein Max Giesinger Song angehört. Weil es halt wirklich, das sind die simpelsten Bausteine. Ja. Weil der hat dann wirklich auch gezeigt, über was die Fischer, die Berg und alles halt. Es geht halt entweder um Menschen, ums Leben, ums Tanzen oder um die Welt. Das ja, ist ja immer so, ist ja wirklich immer so das Gleiche, ne? Wenn du auch der deutschen Pop anhörst, ne? Oder deutschen Popschlager, wie sie so machen. Es geht ja wirklich immer nur, es geht so um die sinnlosesten oder die banalsten Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Stereo Act, auch wenn sie ja von uns kommen, von Sachsen, ja. Ich konnte mit dem Lied nichts anfangen. Der Stereo Act hier, die eine. Ah, nee, die eine oder die immer nee, lacht? Nee, nee. Ja, ach, Entschuldigung, die eine war ja die Firma von 2005. Ja. Nee, die immer lacht. Ja, die immer lacht, ja, genau. Ich konnte mit dem Lied nichts anfangen. Nee? Nee. Also, ich habe das schon ganz gut gefeiert, eine gute Zeit lang. Aber, ja, aber du merkst ja, wie simpel das ist. Ja, klar. Ne, das ist ja wirklich das simpelste ever. Ich meine, die Version, die es dann so gab, ne, die eine, die Hector hat, das ja, fand ich wiederum
Das fand ich amüsant, ja, also diese ganzen Bauernanspielungen dann und so, das war cool. Aber ansonsten konnte ich damit echt nichts anfangen. Na, das ist ja, und was ich meine mit die eine, das war ja, das kennst du bestimmt auch noch aus dem Jahr 2005. Das war die Firma, die haben einen Song gemacht, der ja. ging durch die Decke, die eine oder keine. Und danach hast du die nie wieder gesehen. Ja, One Hit Wonder heißt sowas. Richtig, richtig, richtig. Die einzigen, die ein bisschen länger da waren, war Tokyo Hotel. Gut, die gibt's jetzt auch wieder, aber interessiert auch keinen mehr. Der Hype von damals ist nie wieder da. Nee. Das ist auch bei der Kelly Family das gleiche. Ach, die sind ja auch wieder da. Ah, das stimmt, das habe ich, dieses Opening-Konzert habe ich glaube im Internet kurzerhand gesehen, wo die Kleine von dem Vater da irgendwie Wish You Angels oder wie der, oder I'm Angel oder wie das Lied da von denen hieß, gesungen hatte, was der Vater damals gesungen hatte, dass er jetzt die Tochter sang. Ja, hat sich schon schlecht angehört, aber ha, ich glaube auch nicht, dass das jetzt nochmal irgendwie was wird. Die haben zwar dann von mir aus ihre Daseinsberechtigung mit neuen Liedern, aber... Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, ist Joey Kelly. Der ist ja überall dabei. Der macht ja sein eigenes Ding, oder? Der macht sein eigenes Ding, komplett. Der ist bei so Sportevents dabei, Schlag den Star war ein paar Mal dabei, Schlag den Raab und sowas, da ist er immer wieder dabei. Also. Oder auch Turmspringen und so weiter, da kannst du mit ihm immer rechnen. Bleib erfolgsversprechender wie die Musik. Ja, anscheinend. Nee, nee. Na gut, Kelly Family war ja gar nicht so meine Zeit, ne? Das war ja schon rum. Das war ja so, was war denn Kelly Family? So Ende 80er, Mitte, Anfang 90er, Mitte 90er? Also ich weiß, ich war noch sehr, sehr klein. Ich muss gewesen sein 6-7 Jahre alt. Und da ist meine Mutter auf ein Konzert der Kelly Family gegangen, weil die bei uns in der Stadt waren. Ach so. Da waren die gerade das 90. Da wurde ich mal bei 90er. Ja, Anfang 90er muss es gewesen sein, ja. Ja, da konnte ich nie irgendwie so wirklich damit was anfangen. Ich auch nicht. Aber ja, es gibt halt, die Zeiten ändern sich, ne? Ist eben so, was ich halt, naja, was ich die ganze mitgekriegt habe, war dann natürlich hier, ne? Die Sekte habe ich auch nicht mitgekriegt, ne? Die ganze Agro-Berlin-Zeit, die dann losging. Ja. Ne? Bushido, wo er sich eigenständig gemacht hat, Flair, wo er eigenständig dann war. Sido logischerweise dann noch mit dieser ganzen Agro-Berlin-Kacke. Ja. Tokyo Hotel, ne? Ja, ich muss durch den Monsun. Ja, da ging ja unsere Mädels in der Klasse sowas von ab. Und auch halt Bushido hier von der Bordstein zum Skyline zurück und lauter sowas, weißt du, Endgegner. Das war ja damals so der heiße Scheiß dann bei den Mädels. Das habe ich fast gar nicht gehört. Ich war zu der Zeit ein bisschen anders unterwegs, möchte ich sagen. Da waren eher so Sachen wie, wie haben die geheißen? Evanescence, kennst du vielleicht? Ja, aber kannst gerade nicht zuordnen, welche Heavy Metal Gedöns. Okay. Oder auch, wie haben die anderen geheißen? Damals war noch ein bisschen so The Rasmus. Shadow, irgendwas, keine Ahnung was. Das war so eher meine Linie zu der Zeit. Also die härtere Musik. Ja, schon ein bisschen, ja. Ja gut, ich bin dann ja relativ schnell von diesen Rap-Gedöns bin ich dann, das war so die Einstiegszeit bei mir mit Hardstyle. Ja. Ne, das Techno-Hardstyle und so alles, das hatte mich dann so am meisten halt mit interessiert, aber das war auch so die Anfangszeit, obwohl sie es nie so richtig vertragen hat, ne, mit Country. Okay. Ne, so Truckstop und so, das war auch sehr schön. Ja, gut, die Mädels waren dann halt bei ihrer Chartmucke. Ja. Ist ganz klar. Aber mit Metal oder mit hartem Rock, das ging erst, das ging so 8., 10. Klasse so circa los. Aber auch dank meiner Mutter. Meine Mutter ist ja schon auch seit Jahrzehnten Fan von Ozzy Osbourne. Ja, ne, richtig gut. Sämtliche Schallplatten in meinem damaligen Kinderzimmer, die ganze Wand voll mit Bildern. Ja. Ne, von Ozzy Osbourne, aber da muss man auch sagen, das sah auch noch ein bisschen frischer aus. Der ist ja mittlerweile auch alt geworden. Wie hieß denn der andere kranke Typ? Der war, der sich zwei Rippen oder vier Rippen rausoperieren hat lassen, damit er selber... Manson? Ja, genau, das war ja auch die Zeit. Genau, Marilyn Manson. Ja. Aber meine Mutter halt, dieser voller Fan von Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Und die hat ja alles gehört, ne? Also auch von Iron Maiden, über Slipknot, über Six Feet Under. Oh, und ja. Auch wie sind die anderen hier, auch irgendwelche Typen, die sich da so weiß im Gesicht anmalen. Mir fällt es gerade nicht ein. Naja, aber auch schon, also das Derbste von Derben, ne? So richtig Black Metal und Heavy und Thrash Metal und alles, was halt so dazugehört. Das hört ja meine Mutter bis heute noch, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Und die war ja auch schon in ihren 20ern, wie ich immer so schön sage, war die da ja auch voll drauf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab damals eine Fernsehserie, die hieß Hast du Töne?
Okay. Also wer diese Sendung noch kennt, bitte mal jetzt in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich, das ist schon lange, lange her. Wie gesagt, das war eine Sendung, Hast du Töne? Da ist darum gegangen, Musiktitel zu erraten mit so wenig Tönen wie möglich. Das heißt, da haben sich zwei gebettelt. Der eine hat 10 Töne wollte er haben, damit er das Lied erkennt, und dann ist es immer runtergegangen, von 10 bis zu 2 oder 3 Tönen. Mhm. Und du hast, es gab wirklich Leute, die ein Lied an 2 oder 3 Tönen am Keyboard, an der Gitarre, wie auch immer, erkannt haben. Mhm. Ey, das war immer mega geil zum Mitraten. Mhm. Ne, sagt mir nichts, aber schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare. Das ist, ne, das kenne ich aber auch nicht, aber wie gesagt, nur durch meine Mutter bin ich dann halt so ein bisschen in die Schiene halt reingekommen. Das ist eigentlich eine Ironie in sich selbst, ne? Weil ohne das Genre würde es mich vielleicht gar nicht geben. Ja. Ja, weil ich bin ja dadurch dann entstanden. Ja. Bescheuert, ja, das ist wirklich so. Ja, ja, bescheuert, wie man so schön sagt, aber ist halt so. Kann man sich eigentlich gar nicht. Also meine Mutter ist jetzt, meine Mutter ist jetzt eh nie, warte mal. 5, ich glaube, die wird dieses Jahr 46. Ja. Wenn ich jetzt nicht alles durch, aber ich glaube, die könnte 46 werden. Und ich bin 23, könnt ihr euch also, oder 24 bald, ne, könnt ihr euch ausrechnen, wann sie mich bekommen hat, ne. Und ha, das war damals ihre wilde Zeit. Also wenn ich mit der Oma immer drüber rede, sagt sie, ja, das war damals eine wilde Zeit von deiner Mutter. Ich sage, ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, ich möchte es mir aber nicht vorstellen. Ach, ja, wenn du Bilder von damals so gesehen hast, ist ja immer so, ne? Ja. Wenn dir deine Eltern sie zeigen, hier sah ich mit 20 oder hier sah ich bei der Hochzeit aus, denkst du dir, alter Schwede? Ja. Ne? Das würde heute noch genauso gut gehen, aber ja, ne, ist klar. Aber ha, das ist halt immer so eine Sache. Gut, unser Nachteil ist halt, ne, ich hab keinen Vater, aber ja. Scheiß da unten drauf, ne? Mein Gott, du bist so auch groß geworden. Das stimmt. Na gut, ja. Mit Stiefvater halt, ne? Ja. Obwohl der wenig Einfluss hatte, aber. Es ging gut, und er hat uns aufs Dorf geschleppt, in Anführungsstrichen. Ob das so gut war, ist so die zweite Frage, aber naja, gut, man hatte wenigstens seine Ruhe. Man kam nicht illegal in Kontakt, weil nichts Illegales war. Ja. Rundrum, ne? Also von daher, gut, und es hat vielleicht ein bisschen mit dem Computer befestigt, ne? Aber ansonsten, was willst du auf dem Dorf anderes machen? Ja, aber das sind alles Aspekte, die dich in der jetzigen Zeit prägen. Wenn du das damals nicht gemacht hättest, vielleicht wärst du nicht hier. Das kann natürlich auch sein, das ist richtig. Kann man ja heute daran nie so wissen. Ja. Es gibt da einen, wie hieß der? Das ist so ein Dicker, so ein Hacker ist das. Kim Schmitz, genau den Typen. Hast du mal so seinen Lebenslauf ein bisschen beobachtet? Ich habe eigentlich fast alle Dokus über den gesehen. Ja, also das ist echt Wahnsinn eigentlich. Der ist ja auch nur entstanden, weil er Langeweile hatte, glaube ich. Und weil er ein bisschen am Computer rumgespielt hat, oder weil er den Computer hat von seiner Mutter bekommen, weil er irgendwie Verhältnis hat nicht gepasst, Vater, Mutter, bla bla bla. Mhm. Und daraus ist einfach so ein Typ entstanden, der dann alles gehackt hat, was es so gibt, der auch dann Mega-Upload und so weiter erfunden hat. Genau. Das ist schon krass teilweise. Ich guck mir solche Sachen richtig gerne an. Richtig. Kim Schmitz, umstritten eine Persönlichkeit, aber ich würde eigentlich fast sagen, er hat eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Na, also, wie gesagt, die Zeiten damals mit Mega-Upload und so und diese ganze File-Sharing-Geschichte, das war schon ein Zeitalter damals. Gut, jetzt hockt er halt auf Neuseeland und es ist immer so eine Sache, ob er an der Amis ausgeliefert wird oder halt nicht. Ja. Aber, ach, das ist wegen, wisst ihr, das ist alles so hochgekocht wie sonst was, weißt du? Genau. Aber, naja, so ist es halt heutzutage. Darfst ja, jedenfalls so ist es bei uns in Deutschland, ne? Du darfst den Staat nicht bescheißen. Und du darfst das Urheberrecht nicht verletzen, alles andere darfst du in Anführungsstrichen. Ja, okay. Wird ja in Österreich, denke ich mal, nicht anders sein. Ja, ganz grob, ja. Und du musst nur genug Geld haben, damit du ein paar Leute füttern kannst. Na ja, gut, das ist klar. Es gewinnt nicht der Recht hat, sondern der das meiste Geld. Genau. Das ist bei uns aus. So, der Werner hilft hier. Ja, ich lass dich doch nicht hängen jetzt hier. Also du machst drüber und über, ich mach hoch runter. Ja, ja. Nee, du machst doch runter. Also. Ist egal. Hauptsache, wir arbeiten hier. Genau. Der Drescher braucht immer Stunden, bis er in Gang kommt, ey. Ja, das stimmt. Ja. So, den schieben wir mal näher ran.
Also noch fährt es sich angenehm mit 85.000. Okay. Kann aber nur am 3-6 liegen, also der ja, zieht, ja, klar, zieht alles. Ne? Wird man den Hörlimann davor spannen, sei das bestimmt ein bisschen anders. Das ist richtig. Ich weiß halt schon wieder nicht mehr, wer angefangen hat von uns zwei Hübschen. Ne? Du. Ich habe angefangen. Yep. Ja, da bringen wir das jetzt hier mal ein bisschen. Ne? Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne ein nettes Kommentar unten rein. Auch gerne, wer es so von dieser Zeit war, wo wir ein bisschen gesprochen haben, wer sich noch ein paar Sachen erinnern kann. Auch erstmal, oder gerne auch eure Sachen oder eure Eindrücke von der damaligen Zeit in die Kommentare schreiben und auch gerne den Daumen nach oben da lassen. Gerne auch beim Kollegen Sachsen vorbeigucken. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.